Vogelopa schon wieder da ist. Und jetzt sitze ich auch ein bisschen weiter weg von der Kamera, weil die Oma gesagt hat, wenn ich so nah mit dem Kopf von der Kamera bin, habe ich so eine dicke Nase. Das wollen wir ja verhindern. Ne? Jedenfalls, ich bin heute wieder da, wegen der heißen Temperaturen draußen. Und da fragen sich manche Leute, wie machen das denn die Vögel? Wie kommen die denn mit den heißen Temperaturen klar? Bei uns rinnt dann schon kräftig der Schweiß und wir ziehen uns nur leichte Sachen an. Aber was machen Vögel? Vögel haben ein Federkleid, das sie nicht ablegen können, und Vögel können auch nicht schwitzen. Beim Menschen beträgt die Körpertemperatur 36 bis 37 Grad, beim Vogel 41 Grad. Der kann also schon etwas mehr Wärme vertragen als der Mensch. Aber irgendwann wird auch dem Vogel ein bisschen zu heiß. Und wenn wir dann keine Vögel sehen, vor allen Dingen in der Mittagszeit, dann liegt das daran, dass die in den Bäumen und im Laub den Schatten suchen. Genau wie wir Menschen uns ja auch Schattenplätze suchen. Aber noch weiter abzukühlen, weil sie ja nicht schwitzen können, sitzen die Vögel auf dem Boden und haben einen weit geöffneten Schnabel und hecheln die Luft ein und aus, ähnlich wie ein Hund hechelt. Damit vergrößern sie ihre Lungen und dadurch wird das Blut etwas mehr abgekühlt. Andere Vögel stehen mit den Füßen im Wasser, wie die Wasservögel. Die waten durchs Wasser und kühlen sich so ihre Füße und Beine ab. Und dadurch wird das Blut dann auch weiter abgekühlt, weil an den Beinen ja keine Federn sind. Andere Vögel haben wieder eine andere Möglichkeit gefunden, um sich abzukühlen. Nehmen wir einmal den Storch. Der sitzt ja die ganze Zeit oben auf dem Storchennest in der brütenden Sonne. Dem würde ja unheimlich heiß werden, wenn ihm nicht was einfallen würde, wie er sich ein bisschen abkühlen kann. Und dazu benetzt er seine Beine mit Urin und Kot, also mit Pipi und Aa. Deshalb hat der Storch oft so weiße Beine. Das kommt davon. Und dieses Urin und das Kot verdunstet an den Beinen und gibt durch die Verdunstungskälte, kühlt der Körper sich wieder etwas ab. Also eigentlich eine ganz clevere Angelegenheit, was der Storch da macht. Und wenn wir den Vögeln helfen wollen, stellen wir denen ein bisschen Wasser in den Garten. Nicht nur zum Trinken, denn viel trinken müssen die auch zu dieser Zeit, aber da können sie sich dann auch ein bisschen abkühlen im Wasser. Und auf den Bildern, die jetzt kommen, da seht ihr Vögel, die mit weit ausgebreiteten Flügeln auf dem Boden liegen und seltsame Bewegungen machen. Da nehmen die Vögel ein Sonnenbad. Das machen die extra, um unter den Gefiedern die Milben und die Parasiten wie Zecken und so weiter loszuwerden. Durch die Sonnenwärme fallen die ab und die Vögel können sich wieder besser fühlen. Ist das immer wieder was Neues zu entdecken, und bis ich wieder was habe, was ich euch erzählen kann, dann melde ich mich wieder. Bis dann, euer Vogelopa. Tschüss.